stalken. Wenn wir das so kommen. Ja, mich auch. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog, Bau-Update von uns. Wir sind mal wieder auf der Baustelle. Ihr hört es auch schon, Schrauben im Hintergrund, der Mann ist nämlich hier dabei. Ihr habt ja gerade schon so ein paar kleine Einblicke der letzten Tage gesehen. Und ja, jetzt sind wir wieder auf der Baustelle. Es hat sich richtig viel getan. Der kleine Kampfhund ist hier auch drin. Der möchte mich nur auf dem Arm schlafen, leider. Der hat sein Körbchen geholt. Aber er möchte nicht. Deswegen schläft er jetzt hier. Genau, und ich würde sagen, ich zeige das einfach mal. Es hat sich nämlich echt sehr, sehr viel getan. Und ja. Willst du erstmal sagen, was du hier gerade machst? Ja, warte. Ich mach ganz viel Scheiße. Oh. Hier kommt eine Wand rein. Ja, also er macht hier gerade das Loch zu, sozusagen. Ich zeige euch gleich da hinten mal. Seht ihr das ja schon? Da ist er gerade dabei. Das wird eine Außenwand, eine dickere Wand. Deswegen sind hier zwei Dachlatten. Und hier zwischen kommt dann Dämmung. Und dann wird das Ganze natürlich noch mit USB-Platten und Regipsplatten verschraubt. Das Ganze seht ihr nämlich auch hier. Hier ist schon die Schalung dran. Das hier ist die Schalung. Und hier wird dann auch nur noch Dämmung reingedrückt. Von beiden Seiten eine Wand oder der Gipskarton und dann ist die Wand offen. Also hier seht ihr es einmal so, wie das auf der anderen Seite auch noch aussehen soll. So ungefähr. Aber jetzt zeige ich einmal hier so einen Rundumblick. So sieht das hier gerade aus. Genau, ich würde sagen, fangen hier an. Hier haben wir einmal die Mauer zu oder die Wand zugemacht. Komplett bis hinten durch. Da fehlt nur ein Stein, wie ihr seht. Hier, da haben wir ja gemauert, das wisst ihr ja. Und dann hat mein Vater das jetzt hier oben zugemacht. Da kommt auch noch Dämmung rein, komplett. Also hier die Breite der Balken wird sozusagen ausgefüllt. Und dann kommt auch nur da ein USB und dann Regips vor und dann ist es auch schon fertig. Das haben wir bis da oben auch zu. Und hier entsteht eigentlich so ein, das kennt ihr auch noch gar nicht, dass hier der Fußboden drin ist. Also hier unter, wo die Platten hier so liegen, ist ein Loch. Das ist da, weil hier kommt ja ein Fenster rein. Und damit das Fenster kommt ja da rein, damit das Licht nach unten scheint. Deswegen haben wir hier ein Loch drin. Und hier haben wir jetzt den Fußboden ausgelegt. Das habe ich gemacht, festgeschraubt und mein Vater hat zugeschnitten. Und hier wird auch noch so ein kleiner Abstellraum oder so gemacht. Und deswegen hat mein Vater hier hinten auch alles zugemacht. Hier schon, hier oben das. Alles auch mit Dampfsperre, damit hier so eine kleine Decke noch entsteht. Genau, es wird dann so ein kleiner Abstellraum oder ja, was auch immer. Auf jeden Fall ist es echt total groß noch, dieser Raum. Und mein Vater hat gesagt, den müssen wir auf jeden Fall nutzen. Und hier seht ihr das Gästezimmer und ja, dann hat man eben noch so eine kleine Nische. Wenn ihr euch das hier so vorstellt, hier ist ja das Gästezimmer.
Und hat man hier hinter halt noch diese kleine Nische. Genau, das haben wir jetzt noch gemacht. Wie gesagt, hier unten ist das Loch drin, der Fußboden ist hier fertig. Hier haben wir das erste Fenster drin im Kinderzimmer. Das hat mein Papa gestern gemacht. Heute regnet es leider, deswegen hat er das andere nicht geschafft. Er wollte heute eigentlich das machen, das macht er jetzt morgen. Genau, hier ist das erste Fenster drin. So sieht es aus. Es hat gerade geregnet, deswegen sieht es so komisch aus. Und hier ist auch schon die Folie hinter und alles fertig, alles parat. Das kann man auch schon öffnen und rausschauen. Tada, alles mit Weihnachtsdeko hier. Also echt total cool. Aber ist leider sehr viel Arbeit, sagt mein Vater. Aber genau, erste Fenster ist auch schon drin im Kinderzimmer. Ja, so, dann seht ihr hier, glaube ich, schon eine richtig krasse Veränderung. Und zwar haben wir die erste richtig große Wand drin. Zeige euch mal von der anderen Seite, glaube ich. Ist das besser? Genau, das hier ist die Schlafzimmerwand. Und die hat mein Vater an einem Tag mal eben so hingestellt. Das ist eben so genau das, was mein Vater total gerne macht. Also Trockenbau und so ist voll sein Ding. Und ja, da haben wir jetzt auch hier schon die Tür drin, wie ihr seht. Also hier kommt dann später die Schlafzimmertür rein. Hier haben wir auch schon vorgesorgt, weil hier kommen die Steckdosen rein. Und deswegen haben wir hier so ein bisschen mehr Schalung. Ja, und da muss es auch nur noch Dämmung rein. Von beiden Seiten Gipskarton und dann ist die Wand auch einfach schon fertig. Das ist so krass. Ja, und das Schlafzimmer, wisst ihr, ist schon komplett gedämmt. Auch schon mit Schalung, also verlattet. Und hier kommen jetzt überall noch Schalung hin. Das machen wir aber erst, wenn wir auf der anderen Seite dämmen. Also wenn wir hier die Schalung machen, dann brauchen wir nicht so viel Sägen, wisst ihr. Genau, so sieht es hier aus. Hier lagern wir jetzt noch ein bisschen, hier sägen wir. Und hier ist es eben auch schon fertig im Ankleidezimmer. Wie ihr seht, alles auch komplett fertig. Deswegen ist es eigentlich nur noch Lagerraum hier. Hier haben wir auch schon die Wand. Und damit ist das Schlafzimmer eigentlich fertig, bis auf diese Wand. Und die Außenwand, die muss noch verkleidet werden. Aber sonst kann hier bald Rehgips rauf und dann kann man hier schon was einziehen, Leute. Das ist natürlich scheiße mit den Balken hier. Aber es geht nicht anders. Schlecken. Das ist eine Außenwand, das sieht keiner. Nee. Ist es nicht ein bisschen dunkel da hinten? Kannst du mir mal ein kleines Stück Dings geben? Sparen? Schalung? Ja. Ein kleines Stück. Wie das hier reinpasst. Wo rein? Hier. Das Stück hier. Was fehlt. Achso. Ich guck mal, ob ich was finde. Ganz, ganz klein. Ich hab hier eins. Ungefähr eine L-Länge. Genau, das kommt hin. Das ist gut. Maggie hat ein Augenmaß dafür. Könnte vielleicht sogar ein bisschen zu kurz sein. Ich hab noch ein bisschen länger, aber das ist schon wieder zu lang. Eigentlich so einfach, super. Ich bin so gut. Ach, gib mir mal bitte den Schraubenkarton. Welchen? Den, der auf dem Fußboden vor deinen Füßen steht. Der? Nee, den neuen. Die neuen Kartons. Den? Ja. Danke dir. Muss ihm auch einen Kopf drin, genauso.
Folie auch besser. Ich darf die Dinger wieder ausschneiden, ich hab vergessen.